Wir kommen zu einem ganz anderen Irrsinn, einem absoluten Behördenirrsinn. Eine Mauer soll erbaut werden, mitten auf einer Straße im bayerischen Amberg. Der Grund dafür, die Kleinstadt will Geld, und zwar von den Anwohnern. Da muss man erst mal durchsteigen. Als ich hörte, dass hier eine Mauer gebaut werden soll, habe ich es nicht geglaubt. Ich dachte, es ist ein Witz. Tja, das dachten praktisch alle Anwohner hier. Aber tatsächlich sollen aus ihrer Dostlerstraße zwei Sackgassen werden. Getrennt durch eine Mauer, ungefähr hier zwischen den Streifen. Der Grund, ein Investor hat dieses Grundstück für Wohnungsbau gekauft. Und die Stadt beginnt für die Erschließung, die Straße zu verbreitern. Nur, dass die verstorbene Eigentümerin von diesem Grundstück dafür nie etwas hergeben wollte, wie ihre Mieterin Judith Klier erzählt. Sie hat ins Testament schreiben lassen, dieses Grundstück darf nicht verändert werden. Und das hat die Stadt gewusst. Also muss eine Mauer her. Denn bevor die Straße nicht fertig ausgebaut ist, kann eine Stadt die Anwohner nicht dafür zur Kasse bitten. Aus Beamtensicht irgendwie ärgerlich. Darum die kreative Idee aus dem Amberger Rathaus. Damit der östliche Teil der Straße rechts im Bild unabhängig für fertig erklärt werden kann, muss er vom Westteil links im Bild getrennt werden, wo ja die Verbreiterung nicht möglich ist. Und wenn dann die Mauer steht, dann müssen die Bürger im fertigen Teil zahlen, also im Osten. Zwischen den beiden Mülltonnen soll die Mauer entstehen. Die ist 1,50 Meter hoch und aufprallsicher muss sie sein. Also Pfosten oder sowas sind leider nicht möglich. Das bedeutet, kein Auto kann mehr von hier nach da, von West nach Ost fahren oder umgekehrt. Mit weitreichenden Folgen für Bewohner von Mauergrundstücken im schmalen Westabschnitt. Für sie gilt dann Wenden ausgeschlossen. Stopp! Wenn die Mauer hier stehen würde, komme ich nicht mehr aus meiner Garage raus. Egal wie ich es wende, ich muss die Planungsfehler der Stadt tragen. Dafür müssen die Anwohner östlich der geplanten Mauer dann zahlen. Und die auf der Westseite nicht. Ich zahle alles, was rechtens ist, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber nicht solche Sauereien. Wenn die Mauer gebaut werden würde, käme auf uns hier ein Betrag von etwa 20.000 bis 25.000 Euro zu. Ich zahle alles gerne, wenn es rechtens ist. Aber diese Mauer ist nicht rechtens in meinen Augen. Ich werde diesen Betrag wohl zahlen müssen, wenn ich ihn zahlen muss, aber ich werde dagegen Rechtsmittel einlegen. Wir fragen nach im Rathaus. Wie rechtfertigt der Bürgermeister den Bau einer Straßensperre, nur damit deren Anwohner für die Erschließung eines Neubaugebiets mitzahlen müssen? Für die Stadt Amberg die Frage, schenken wir die Erschließungskosten sozusagen den Anwohnern? Was sehr unfair wäre gegenüber allen anderen, die Erschließungsbeiträge bezahlen. Oder grenzen wir an der Stelle die beiden Teile, also ausgebauten und nicht ausgebauten Teile, in einer Form ab, die zwar Geh- und Radweg weiterhin ermöglicht, aber die aufgrund der Enge der Straße dann tatsächlich das Durchfahren mit dem Auto nicht mehr ermöglichen würde. Die im Osten zahlen, die im Westen fahren rückwärts, weil sie nicht mehr wenden können. Seltsame Geschehnisse in der Dostlerstraße. Denn im Fall des Mauerbaus werden wohl auch keine Mülllaster mehr hier reinfahren. Und nicht nur die. Ich möchte weiterhin vom Notarzt erreichbar sein, vom Feuerwehrauto erreichbar sein. Das ist mir ein großes Anliegen. Das wünsche ich mir, dass deshalb keine Mauer entsteht. Bis zum 1. April will die Stadt die Mauer hochgezogen haben, denn dann endet die Gesetzesfrist. Dafür, dass die Ostler der Dostlerstraße 225.000 Euro zusammen hinblättern müssen. Für ihre verbreiterte Sackgasse.